Hey Leute und willkommen zu einem kurzen Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich euch eben schnell alle wichtigen Infos zum kommenden Sommer-Feature-Update mitteilen möchte, welches am 3. Juli online geht. Mit dem Update wird man nun endlich die Funktion bekommen, im Meer zu tauchen und Meerespflanzen sowie Tiere im Meer zu fangen. Die Möglichkeit zu tauchen haben sich sehr viele Spieler gewünscht, vor allem da man es in New Leaf auch bereits konnte, und ich bin froh, dass es jetzt doch so zeitnah mit dem Update möglich sein wird. Die gesammelten Meerespflanzen und Tiere können dann wiederum bei Eugen im Museum gespendet und ausgestellt werden. Man kann leider nicht erkennen, ob eine neue Kategorie mit in die Fauna-PD aufgenommen wird, allerdings gehe ich davon stark aus. Mit dem neuen Update kommt auch ein neuer / alter Charakter mit ins Spiel, nämlich Johannes, bei dem ihr eure gefundenen Muscheln dann gegen neue DIYs eintauschen könnt. Am Ende vom Trailer kann man dann noch Gulliver in einem anderen Outfit sehen. Was das genau bedeutet, weiß man noch nicht so genau, aber es soll auf jeden Fall noch mehr Content mit einem zweiten Sommer-Update dazukommen, welches dann Anfang August online gehen wird. Ich persönlich freue mich sehr auf das Update und bin vor allem auf die neuen DIYs gespannt. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob man im Multiplayer dann auch zusammen im Meer schwimmen kann. Aber da es im Trailer nicht gezeigt wurde, gehe ich leider davon aus, dass dies nicht möglich sein wird. Schreibt mir gerne eure Meinung zum kommenden Update in die Kommentare und was für Features ihr euch noch von dem nächsten Update wünscht. Denn ja, wie gesagt, alle neuen Funktionen sind noch nicht bekannt bzw. wurden noch nicht gezeigt. Ansonsten hoffe ich, euch hat die kleine Zusammenfassung gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.